herzlichen Dank, lieber Roland, für die, wie immer, wirklich zauberhafte Moderation durch die Retrospektive, also die Vergangenheit mit diesen wunderschönen klassischen Fahrzeugen, einige davon ja gar Meilensteine der Automobilgeschichte. Und damit ein bayerisches Grüß Gott mit hellem Klang. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, um uns nachher zuzugucken, nämlich für die Perspektive, also die Vision, die Zukunft der Mobilität. Mein Name ist Albert Kunzmann und freue mich, diese Uraufführung der sprichwörtlich spannenden Vogelstadt Volt moderieren zu dürfen. Wir starten hier in der Arena pünktlich um 14 Uhr, wenn Sie mögen. Dann finden Sie mich, hören Sie mich aber schon um ungefähr 13.45 Uhr für ein paar einleitende Worte, weil es bei Elektromobilität gerne sehr schnell, sehr technisch wird. Und wenn Sie mögen, kläre ich Sie im Vorfeld über die wichtigsten Begriffe auf, damit Sie dann pünktlich um 14 Uhr die 28 Elektrofahrzeuge genießen und bestaunen können. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bis später. Der Schwaber und der Audi e-tron, wie Sie ihn hier sehen, ist der erste große Versuch von Audi in die Welt der Elektromobilität. Das ist ein wirklich bildschickes Auto geworden, innen wie außen ein SUV-Coupé mit abfallender Dachlinie und trotzdem erstaunlich viel Platz für die hinteren Mitfahrer. Es ist, wie Sie erkennen können, kein E-Fahrzeug äußerlich, sondern entspricht einem Design, wie Sie es von Auto kennen, und das Auto ist durch und durch ein Audi. In der Qualität, in der Verarbeitung, in der Materialanmutung. Ein vollwertiger Audi durch und durch. Besonders cool, wer sich für so ein Auto interessiert, der kann auf der Homepage von Audi tatsächlich sich seine eigenen Routen mit Ladestationen zusammenstellen. Wir reden hier über ein Auto mit rund 400 Kilometer Reichweite. Also einer enormen Batteriekapazität von 90 Kilowattstunden und einer Leistung von bis zu 300 kW. Also über 400 PS geht in 6 Sekunden von 0 auf 100 und regelt bei 200 km/h ab. Das Auto ist mit allem ladbar, was es technisch gibt, und natürlich auch mit CCS-Ladung ausgestattet. Einer immensen Leistung von 150 Kilowatt, mit der die Batterie geladen werden kann. Das heißt, die enorm große Batterie von 90 Kilowattstunden kann in rund einer halben Stunde auf 80% aufgeladen werden. 30 Minuten reichen hierfür. Schauen Sie sich den Audi e-tron mal an. Ein bildschönes Auto geworden, bei dem selbst die Front, die Lufteinlässe Teil des Designs und der Elektromobilität sind. Gute Fahrt, lieber Herr Laffert, auf dem Weg ins Ziel. Mit der Startnummer 2 folgt der Benedikt Schneider von den Stadtwerken, der verantwortlich ist für innovative Mobilität. Der BMW i3 erfährt derzeit die besten Verkaufszahlen ever, was viele Gründe hat. Er war 2013 Vorreiter, und das Besondere am i3 ist ein einzigartiges Kohlefaser-Karosseriekonzept. Das ganze Auto besteht also aus Kohlefaser, was allein im Aufbau und Rahmen ein Drittel weniger Teile als eine Stahlkonstruktion bedeutet, weshalb auch ungewöhnlich leicht ist, mit gerade mal 1300 Kilo. Besonders interessant, und der Besuch zur Stadt Augsburg, sie ist, dass die Hauptteile dieses Fahrzeuges von der Firma SGL Carbon kennen, die lange Jahre Sponsor des FCA-Stadions waren. Also, der i3 ist eine Ikone, der folgte nie irgendeinem Trend, hat ein völlig eigenständiges Design und ganz cool natürlich die Butterfly-Türen, die kann ich jetzt nicht demonstrieren, aber vielleicht können wir das gleich mal machen. Also,
Gegensätze leugnet. Wunderbar, vielen Dank, Herr Schneider. Gegenläufig öffnende Türen, die in ihrer Stütze die B-Säule ersetzen und dem Auto wirklich ein außergewöhnliches Design vermitteln. Obwohl er schon 2013 vorgestellt wurde, ist es vor allem auch innen drin immer noch ein brandneues und hochmodernes Auto. Lieber Schneider, viel Spaß mit Ihrem i3 und los geht's bei Ihnen. Und los geht's. Und mit der Startnummer 3 noch ein BMW i3. Den fährt der Herr Thomas Janicek von der SWA. Was der tut, werde ich Ihnen gleich sagen. Dieses Auto ist erstmal baugleich mit dem gerade eben gesehenen i3. Und die Batteriekapazität wird beim i3 interessanterweise in Amperestunden angegeben. Also 120 Amperestunden gibt BMW an. Umgerechnet sind das rund 40 Kilowattstunden, was nach WLTP für 300 Kilometer reicht. In der Realität sind es knapp 260, 270. Aber mit dem 170 PS Motor geht der auch wirklich richtig gut und der Verbrauch liegt bei nur 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Enorm sparsam. Lieber Herr Janicek, schön, dass Sie bei uns sind. Wir würden gern von Ihnen wissen, was genau machen Sie denn bei der SWA? Moment, Nico geht nicht. Hallo. Aber jetzt, ein bisschen lauter. Ich leite den Geschäftsbereich Planung und Bau für Netze und bin hier besonders verantwortlich für den Anschluss der Ladesäulen in ganz Augsburg. Und das ist auch ein besonderer Grund und eine Ehre für mich, dass ich heute da mitfahren darf. Also sind Sie ein Volltreffer heute. Wer ist denn Ihr Beifahrer? Mein Beifahrer ist der Herr Hoffmann und er unterstützt die Netze GmbH besonders zum Thema Digitalisierung und Kommunikation. Wunderbar. Und was bedeutet es Ihnen, hier an der Vogelstadt Volt teilzunehmen? Ja, das ist die erste Veranstaltung zu diesem Thema und für Elektrofahrzeuge und da kann ich dann später auch mal darüber berichten, dass ich mit dabei war. Das freut uns wirklich außerordentlich, dass uns die SWA hier auch so unterstützt. Vielen Dank, lieber Herr Janicek. Gute Fahrt, viel Erfolg auf der Tour. Wir haben jetzt keinen BMW i3, wie ich sehe. Hier hätte ein i3 kommen können. Es kommt ein VW e-Golf. Mit der Startnummer 4 und der VW e-Golf wird es vermutlich nicht ganz so leicht haben in der Zukunft. Es war das Aushängeschild für Null Emission der Marke Volkswagen. Aber der VW ID3, der heute auch am Start ist, wird, so uncht man, den Golf E vermutlich ablösen. Warum? Der ID3, zu dem ich Ihnen noch viel erzählen werde, ist ein nagelneu konzeptioniertes Auto, aber eben auch so ausgerichtet, dass er einen Golf ablösen kann. Hintergrund: Warum heißt ein Volkswagen ID3 so? ID steht für Intelligent Design, aber die Zahl 3 dahinter ist spannend. Sie steht für das dritte große Kapitel der Marke Volkswagen. Nach dem VW Käfer und nach dem VW Golf soll der neue ID3 ein völlig neues Kapitel bei der Marke Volkswagen aufschlagen. Nichtsdestotrotz überzeugte der VW Golf E auch bis wie jeder andere VW Golf mit Top-Verarbeitung, mit wunderbaren Materialien und mit einer Zuverlässigkeit, wie man es von der Marke Volkswagen gewöhnt ist. Herr Herrmann von der SWA, viel Spaß mit Ihrem VW Golf E. Jetzt ein weiterer
BMW i3 mit der Startnummer 5, aber nicht irgendeiner, das ist ein BMW i3 S. Und die Bezeichnung S beim BMW i3 heißt noch ein bisschen mehr Leistung, nicht 170, sondern 184 PS, 270 Newtonmeter. Und Leute, wirklich, wer den an der Ampel mal gesehen hat, dieses Auto geht los wie von der Gummischleuder abgeschossen. Unglaublich, hat einen Heckantrieb, weshalb das Auto auch wahnsinnig agil ist, beschleunigt von 0 auf 100 in unter 7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist abgeregelt bei 160 km/h und im Auto sehe ich einen lange Bekannten, den Sandro Girardini. Schön, dass du dabei bist. Sandro, wir kennen uns ja Ewigkeiten schon und du bist ja sozusagen ein Petrolhead wie ich, also ein Verrückter, was Autos betrifft, mit Leistung, mit Pam Pam und allem drum und dran. Was machst du aktuell bei der Firma Reisacher? Ich bin für BMW Reisacher aktuell für die Großkunden in Augsburg zuständig und habe dort die Vertriebsleitung. Vertriebsleitung Großkunden ist natürlich ein sehr anspruchsvolles Geschäft, aber als Petrolhead wie ich will ich dich fragen, was verleitet dich denn bitteschön hier bei der Fuggerstadt Volt teilzunehmen? Ja, erst einmal ist es sehr, sehr spannend und mich freut es auch sehr, dass Augsburg hier sowas veranstaltet. Und klar, wer mich kennt, der weiß eigentlich, habe ich, soll ich sagen, Benzin im Blut. Und jetzt wird es halt rein elektrisch und das ist, ich muss sagen, genauso spannend. Und die Teile, die beschleunigen ja wie ein Porsche Turbo oder was weiß auch ich, noch besser. Ja. Das muss ich so deutlich sagen, ich habe es schon angesprochen, 6,9 Sekunden von 0 auf 100. Eine Reichweite von realistischen 250, 280 Kilometern, was ja völlig ausreicht, was kaum einer von Ihnen weiß. Die durchschnittliche Reiseleistung eines deutschen Autofahrers beträgt am Tag 39 Kilometer. Damit kommt auch ein BMW i3 mit voller Ladung in der Regel über eine Woche raus. Das wäre so einfach und es macht einfach einen Riesenspaß. Überhaupt wünsche ich dir und allen im Verkauf, dass man wegkommen von den Zahlen, Daten, Fakten, sondern hin zur Emotion, weil E-Auto einfach eins macht, einen Riesenspaß. Los geht's, Sandro, viel Erfolg. So, und jetzt haben wir mit der Startnummer 6 was ganz Abgefahrenes. Das ist ein Bike namens Zero von der Firma Zero aus den USA. Ich habe dieses Motorrad noch nie in echt gesehen, ich kenne es nur von Bildern. Und natürlich wollen wir uns über dieses besondere Geschoss ein bisschen was sagen lassen. Bitte, lieber Fahrer, ich habe Ihren Namen leider nicht hier. Sie sind der Herr? Mein Name ist Scharf, ich stehe allerdings schon auf der... Ach, da sind Sie, der Herr Thomas Scharf, genau. Und der Herr Jonas Scharf, der hinten drauf sitzt bei Ihnen. Richtig, einer also, muss ja verantwortlich sein für die Streckenführung und der kriegt dann einen Anschluss, wenn wir uns verfahren. Verstehe. Also, ganz verrücktes Teil, dass Sie da mit dabei haben. Erzählen Sie uns noch ein bisschen was zum Zero. Ja, man sieht es denn nicht an. Es ist schon knapp 7 Jahre alt. Nächstes Frühjahr wird er 7. Er kommt aus Kalifornien tatsächlich und ich habe mir das damals gekauft, weil ich mir dachte, ich brauche das Brummen unter meinem Hintern nicht mehr. Ich bin auch schon im gesetzten Alter und es ist zum Cruisen einmalig. Man kann Pässe fahren, ohne zu schalten. Das Ding hat einen Durchzug, dass einem der Pony hinten abgeht, wenn man keinen Helm auf hätte. Und wir sind übrigens diejenigen, die heute für das schöne Wetter verantwortlich sein, das haben wir mitgebracht. Ja, da gibt es einen extra Applaus für ihn, wer für das Wetter verantwortlich ist und als einziger Teilnehmer mit dem Motorrad. 170 km/h geht er, soweit ich weiß, Beschleunigung von rund 3,5 Sekunden von 0 auf 100, die werden Sie jetzt nicht brauchen, lieber Herr Schaff, denn jetzt geht es um Genauigkeit. Viel Spaß bei der Ausfahrt und den Wertungsprüfungen. Und dann kommt mit der Nummer 7 von Fabian Lohr schon angekündigt eine, Achtung, Europa-Premiere, eine Europa-Premiere. Der neue Fiat 500 La Prima. Der klingt nicht nur schön, der sieht auch genau so aus. Das ist nun wirklich ein absolutes Schnuckelchen. Wer kennt den Fiat 500 nicht? Aber Vorsicht, das ist kein... einfach zusätzliches Derivat des Fiat 500, wie man es bisher schon oft erlebt hat bei Fiat, sondern ein völlig neu konstruiertes Fahrzeug. Vor allem das Interieur, bei dem man beim Fiat 500 ab und zu ein bisschen rumkritisiert hat,
ist wesentlich aufgewertet worden und mit dem Smart zusammen das einzige E-Fahrzeug, das auch als Cabriolet erhältlich ist. Und die Geschichte hinter dem Fiat 500 La Prima ist so interessant, denn es gab einen Umbauer in Hamburg, der hat den bisherigen Fiat 500 verwendet und ihn zu einem Elektrofahrzeug umgebaut. Dann kam Fiat auf die Idee, das nachzubauen, haben gesagt, nein, wir wollen einen ganz neuen und hier steht er. 300 Kilometer Reichweite, 42 Kilowattstunden Batterie, Beschleunigung von 0 auf 100 und abgeregelt bei 150 km/h. Ein ausgesprochen hübsches, schnuckeliges Auto, der es verdient, noch mehr angeschaut zu werden. Und von kleineren Fahrzeugen zu größeren Fahrzeugen. Mit der Startnummer 8. Dort sitzt der Christian Fischer drin, Serviceleiter der Firma Werner Haas hier in Augsburg mit einem Jaguar I-Pace. Was für eine Erscheinung dieses Auto. Bildschön. Schauen Sie sich mal den Radstand an. Der ist riesig. Die Überhänge vorne und hinten ganz kurz braucht er, weil zwischen den beiden Achsen die Batterie sitzt. Eine Mischung aus einem Fließeck und einer Limousine, der als klarer Gegner für den Tesla X gedacht war. Mit einem, wie ich meine, dramatischen Design. Man kann sogar Räder draufstecken bis 22 Zoll, um dem Auto auch optisch die entsprechende Energie zu verleihen. Der Energieverbrauch ist relativ hoch, hier bitte, hier ist relativ hoch mit rund 29 bis 30 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, das ist nicht wenig. Diese Aerodynamik aber bei diesem Auto ist wichtig. Der hat vorne eine Klappe, wie Sie vielleicht, oder eine Öffnung auf der Motorhaube, ist ja kein Motorrad. So. Aber diese Öffnung hat eine Klappe, die sich öffnen und schließen kann, je nach Aerodynamik oder nach Kühlbedarf, um dem Fahrzeug die maximale Leistung abzufordern. Besonders cool am I-Pace sind die Fahreigenschaften. Der Front- und Elektromotor ist so sauber abgestimmt, dass sportliches Fahren möglich ist, wie man es von so einem Fahrzeug sich kaum vorstellen kann. Das Auto gibt es mit bis zu 400 PS und einem gewaltigen Drehmoment von 700 Newtonmeter. Das Ding reißt, hätte ich jetzt gesagt, einen Pferdestein vom Fundament. Und wie erwähnt, aufgrund der Technik eine unglaubliche Fahrdynamik. Mit der Startnummer 9 noch ein Jaguar I-Pace und dort sitzt der Elmar Reiner drin. Das ist Verkäufer von der Firma Werner Haas hier in Augsburg. Habe ja die technischen Daten schon kurz angesprochen. 90 Kilowattstunden Batterie, eine Reichweite von gut und gern 400 Kilometer, das packt er locker. 400 PS ist möglich, je nach Ausstattung und Motor, mit dramatischen 700 Newtonmeter Drehmoment. Da geht wirklich was. Jetzt aber, lieber Herr Reiner, habe ich es richtig verstanden, Sie sind Verkäufer bei der Firma Haas, richtig? Das ist korrekt und die Marke Jaguar verkaufe ich in Augsburg mittlerweile seit über 20 Jahren. Na, wenn Sie nicht Erfahrung haben, wer dann? Wer begleitet Sie heute, Herr Reiner? Bei mir ist einer unserer allerbesten Jaguar-Monteure, Mechaniker mit dabei, der Nils Bogoli. Auch Ihnen viel Spaß gleich bei der Fahrt. Was ich noch wissen will, ist, von außen ist der I-Pace eine Bombe. Da brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Da sind sich wohl auch irgendwie alle einig. Aber im Innenraum geht es beim I-Pace ja weiter. Was ist das Besondere im Innenraum beim I-Pace? Natürlich sieht er so aus, wie es von einem Jaguar erwartet wird. Wir haben aber auch der Modernität geschuldet, außer dem schönen Leder, auch die Möglichkeit einer veganen Innenausstattung, diese zu wählen, die zum Beispiel komplett aus Naturfasern hergestellt ist, die komplette Sitzstoffausstattung. Genau. Also ein klarer Weg in die Zukunft. Und lieber Herr Reiner, eins muss ich sagen, selbst wenn Sie heute Letzter werden würden, den Schönheitspreis gewinnen Sie mit diesem Auto. Toi, 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 auf der Fahrt. Danke. Mit der Startnummer 10 kommt ein irgendwie sehr besonderes Auto. Warum sehr besonders? Weil er optisch erstmal gar nicht so besonders wirkt. Der Kia e-Niro, an dessen Steuer der Daniel Krause von der Firma Tierholz sitzt,
baut erstmal auf einem Hyundai Kona auf. Er ist nur deutlich größer, hat einen sehr guten Kofferraum und bietet genau das, wofür der Kia e-Niro von Anfang an gedacht war. Ein absolut familientaugliches Alltagsfahrzeug ohne irgendeine Einschränkung durch die Elektromobilität. Das Design ist wirklich ausgetüftelt und man muss wissen, dass der Designer der Marke Kia und Hyundai ein Deutscher ist, ein bekannter Name namens Peter Schreier. Großer Name, der auch bei Audi zum Beispiel designt hat, den TT verantwortet hat. Und es gab, als er rauskam 2018, die Überlegung, die Frage, ist der e-Niro vielleicht das beste Elektrofahrzeug der Welt? Und ja, 2018 konnte er fast alles schlagen in der Summe aller Eigenschaften. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich dieses Auto näher anzuschauen. Mit 136 oder 204 PS. Er rennt 167 km/h mit einer Giga-Reichweite von locker 450 Kilometern im normalen Betrieb. Einer der besten Reichweiten, die wir hier demonstrieren können. Los geht's, Herr Krause, viel Spaß. Und mit der Startnummer 11, einer meiner persönlichen Lieblinge, ein Mazda MX-30. Am Steuer die Herren Joachim und Markus Frei vom Autohaus Frei hier in Augsburg. Und die Marke Mazda ist ja immer irgendwie anders. Denken Sie an die Wankelmotoren. Übrigens, Mazda bringt wieder einen Reihen-6-Zylinder. Das ist ja eigentlich völlig tot. Und deshalb lohnt sich der Blick auf die Marke Mazda besonders. Und wie praktisch, dass die Familie Frei heute hier ist. Denn die Familie Frei unterhält, Achtung, das größte Mazda-Museum der Welt. Lieber Herr Frei, schön, dass Sie da sind. Wo steht denn Ihr Mazda-Museum? Ganz hier in der Nähe, nämlich in der Wörtherstraße am Senkelbach und im ehemaligen Straßenbahndepot. Da ist da ein bisschen schwierig zu hinkommen, eine Baustelle, aber ganz nah dran. Okay, das ist tatsächlich nicht weit. Kann da jeder hin oder gibt es Öffnungszeiten oder wie muss man sich das vorstellen? Es gibt Öffnungszeiten, die sind jeden Tag, ab Donnerstag bis Sonntag und da von 10 bis 18 Uhr. Also, dann lohnt sich dort ein Besuch dahin. Liebe Familie Frei, liebe Herren Frei, ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Spaß jetzt hier auf der Ausfahrt. Ein bildschicker neuer Mazda XM30, zu dem ich beim nächsten Fahrzeug gleich noch ein bisschen mehr erzählen werde. Denn mit der Nummer 12 kommt noch ein Mazda MX-30. Dort sitzen drin die Tanja Drechsel und Achtung, Romy Schneider. Tatsächlich von der Firma Thierold. Was man wissen muss, der Mazda MX-30 ist nagelneu vorgestellt worden bei den Händlern. Also dieses Auto haben noch nicht viele gesehen und ist wirklich sehr besonders, weil einfach schick. Das ist auch das, was die Marke Mazda wirklich ausmacht. Hoher Fahrspaß, ausgesprochen schick. Auch hier haben wir gegenläufige Türen. Liebe Frau Drechsel, ist es Ihnen möglich? Könnten Sie vielleicht mal kurz die Türen öffnen, dass man dieses Butterfly-Erlebnis mal hat? Auch hier, ähnlich wie beim i3, gibt es keine B-Säule, sondern stützen die beiden Flügeltüren das Dach und das Gerüst des Fahrzeugs. Auch innen drin, vielen Dank, liebe Frau Drechsel, auch innen drin, hochmodern und schick gemacht mit Farbkontrasten, mit Kork-Elementen innen drin. Und was die Marke Mazda immer ausmacht, ist ein sensationeller Einstiegspreis mit voller Hütte Ausstattung. Leistung 35 Kilowattstunden Batterie, die reicht auch leider nur für 250 Kilometer, aber dafür ist das Auto sehr leicht und damit auch wirklich agil. Er rennt 140 Stundenkilometer und macht die 0 auf 100 in unter 10 Sekunden. Für Einsteiger in die E-Mobilität vielleicht eines der besten Autos, die man sich derzeit anschauen kann. Gucken Sie sich den Mazda MX-30 an. Und es bleibt prominent, denn mit der Nummer 13 kommt ein Mini Cooper SE mit nicht irgendjemandem drin, sondern Frau Anne-Kathrin Kramer von der Firma Reiser, dort ist sie Verkäuferin, hat mit der berühmten Schauspielerin trotz Namensgleichheit nichts zu tun. Aber die Frau Kramer ist unsere Miss Augsburg 2019. Applaus hierfür!
Die Miss Augsburg, es heißt, das ist nicht nur Spanier bei uns, das ist auch schön. Frau Kramer, was mich interessiert ist, warum sind Sie denn mit dem Mini Cooper SE hier? Ja, wie schon gesagt, ich bin Verkäuferin und wir wollen zeigen, was Mini für schöne E-Autos macht. Und wir haben das Go-Kart-Feeling auch beim Elektro-Drive dabei. Das, glaube ich, kann man genau so sagen, denn das macht den Mini Cooper SE auch aus. Es ist ja im Grunde genommen der erste Versuch, oder es gab einen ersten Versuch schon 2009 in den USA. Seit 2010 gibt es ja den Mini bereits als E-Fahrzeug in Deutschland. Er verwendet die Technik des i3, aber der i3 treibt auf der Hinterachse an. Und das ist, glaube ich, anders beim Mini. Wie schaut es da aus? Richtig, wir haben Vorderradantrieb. Sie haben Vorderradantrieb, aber es gibt den nicht mit Allrad, richtig? Leider nicht, nein. Was macht aber den Mini aus? Knackige 135 kW, das entspricht 184 PS. Mit einem Drehmoment von 270 Newtonmeter, Fahrspaß pur, typisch Mini. 7,3 Sekunden von 0 auf 100, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 150 abgeregelt und die 33 Kilowattstunden Batterie reicht gut und gern für 250 Kilometer. Natürlich kann man auch den Mini CCS laden mit 50 kW, das heißt in einer halben Stunde ist da an der Autobahn wieder voll. Gute Fahrt, liebe Frau Kramer, viel Spaß. Startnummer 14 rollt gleich ein ganz besonderes Auto ein. Warum? Der Opel Ampera E ist nicht vergleichbar mit dem ehemaligen Opel Ampera, den Sie vielleicht noch in Erinnerung haben. Ein völlig neu und in den USA konzeptioniertes Auto für eigentlich den amerikanischen Markt. Der alte Opel Ampera war noch ein Range Extender, also ein Reichweitenverlängerer, E-Fahrzeug mit einem kleinen Verbrennungsmotor drin. Der aber ist ein reines BEV, ein Battery Electronic Vehicle, rein elektrisch. Besonders die Reichweite ist wirklich enorm. Mit rund 400 Kilometer aus einer 60 Kilowattstunden Batterie mit einem ausgesprochen günstigen Verbrauch von 15 Kilowatt auf 100 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die CCS-Ladung geht auch mit 55 kW, braucht also nur 20 Minuten an der Autobahn, um sich 80% voll zu tanken. Und ganz cool, der Opel Ampera E hat eine Taste am Lenkrad zur Rekuperationsverstellung und die ist super effizient und ermöglicht ihm die hohe Reichweite, die derzeit ungefähr auf dem Niveau des Renault Zoe liegt. Den schauen wir uns auch gleich noch an. Lieber Herr Schiller, Sie sind private Natur meines Wissens hier. Schön, dass Sie teilnehmen. Gute Fahrt. Kommen Sie gut an. Und wir bleiben bei der Marke Opel mit der Startnummer 15, dem Opel Corsa E. Dort sitzt der Dennis Schweizer drin, der ist Verkäufer beim Opel Brunnhuber. Und der Opel Corsa ist, wie viele von Ihnen wissen, eine Kooperation mit PSA, also mit Peugeot Citroën. Und ist letztlich baugleich mit dem neuen Peugeot 208. Die stolze Marke Opel gehört eben nicht mehr zur Marke GM in den USA, ich denke, Sie haben das mitbekommen, sondern nun zur PSA, zu der Peugeot gehört, Citroën gehört, DS, Opel und jetzt auch Fiat und Chrysler. Der etwa viertgrößte Autoweltkonzern macht den E-Corsa besonders günstig in der Anschaffung. Und der fährt sich auch toll. Mit rund 300 Kilometer Reichweite und einem 136 PS Motor schafft der es in 8 Sekunden von 0 auf 100, ist auf 150 abgeregelt. Und das ist für Opel-Fahrer eigentlich viel zu langsam. Ich denke, es ist den meisten bekannt, woher der Blitz im Emblem bei der Marke Opel kommt. Dieses Emblem steht tatsächlich für schnell wie der Blitz. Kein Scherz, ist tatsächlich so. Auch der Corsa E ist ein ideales Auto zum Einstieg in die Elektromobilität. Übrigens, die Abkürzung PSA steht für Peugeot Société Anonyme, auf Deutsch Peugeot AG, wenn man so mag. Und die
stinken sich an mit ihrem Vorstand, dem Carlos Tavares, ein Portugiese. Die schicken sich an, auf dem Markt der Automobilhersteller eine ganz, ganz große Nummer zu stellen. Zeigen, sie sind jetzt aktuell auf Platz 4 und haben Platz 3 im Visier. Und darum kommt auch mit der Nummer 16 ein Peugeot E2008. Dort sitzt am Steuer der Dominik Siebelhoff. Ist das richtig? Ich sehe ihn. Jawohl, der Dominik Siebelhoff. Schön, dass Sie da sind. Das ist der Juniorchef des Autohauses Siebelhoff hier in Augsburg. Dieses Fahrzeug habe ich persönlich eingeführt in die Händlerschaft in Deutschland. Ich bin Trainer auch für die Marke Peugeot und habe deshalb einen sehr, sehr engen Bezug zu diesem Auto, der technisch erstmal baugleich ist mit dem Corsa E. Ausnahme aber ist die CCS-Ladung, da komme ich gleich noch drauf. Designtechnisch allerdings gibt es schon gravierende Unterschiede zwischen Peugeot und Opel. Opel tendenziell eher deutsch und Peugeot eher französisch schick. Und das nicht nur äußere, das nicht nur äußere Schicke findet sich auch im Innenraum wieder. Also es lohnt sich unbedingt, sich den 2008 und auch den 208er von innen anzugucken. Technische Werte habe ich angesprochen, 300 Kilometer Reichweite. Aber der Unterschied zum Opel E, obwohl bautechnisch gleich ist, dass er mit einer Stärke von 100 kW laden kann, also doppelt so schnell wie ein Opel Corsa E an einer Schnellladestelle. Das Design ist so besonders. Gucken Sie sich vorne mal die LED-Beleuchtung an. Das sollen Fangzähne darstellen und erinnert nicht mehr und in keinster Weise an ein E-Fahrzeug beispielsweise. Lieber Herr Siebelhoff, viel Spaß und gute Fahrt. Und wenn Herr Siebelhoff mit dem Peugeot E2008 weg ist, dann kommt hier mit der Nummer 17 der kleinere Bruder, wenn Sie so wollen, der Peugeot 208. Im Grunde genommen baugleich, aber eben als Kleinfahrzeug und nicht als SUV. Dort sitzt drin der Daniel Olewski, der ist Verkäufer bei der Firma Siebelhoff. Eins will ich jetzt schon wissen, Olewski, dürfen Sie eigentlich gewinnen, wenn da vorne Ihr Chef fährt? Hallo, grüß dich. Ich muss sogar gewinnen, es geht bei uns um 500 Euro. Oh, das ist mal eine Ansage und Wettbewerb ist immer gut. Wer begleitet Sie, Herr Olewski? Also ich bin der Eugen Olewski, mein Zwillingsbruder ist mit dabei, Daniel Olewski. Das ist Ihr Zwillingsbruder, also der Daniel sitzt neben da, habe ich richtig verstanden. Genau. So, wie erleben Sie denn als Verkäufer derzeit die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen? Ist sehr gestiegen durch die neue Innovationsprämie, die gekommen ist. Macht es sich auf jeden Fall bemerkbar auch bei uns im Haus. Okay, und jetzt sind Sie ein junger Bursche, richtig Autofan vermutlich noch. Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Spaß macht der Peugeot E208? Natürlich eine 11 von 10. Eine 11 von 10? Was sollen Sie auch sonst sagen? Aber das tut er wirklich. Allein das i-Cockpit in diesem Fahrzeug mit dem kleinen Lenkrad ist so besonders. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber sowas bietet tatsächlich designtechnisch kein anderer Hersteller. Und die Fahrdynamik, der Fahrspaß im Peugeot E208 ist eine Show, das lohnt sich. Das Besondere am 208 in der Strategie ist eine Modellstrategie, das da heißt, der 208er sieht immer gleich aus und lässt sich gleich ausstatten. Gleich, ob da ein Diesel, ein Benziner oder ein Elektromotor drin ist. Das ist das Besondere am E208. Man soll ihn als Elektrofahrzeug nicht besonders erkennen, sondern sich ins Straßenbild einfügen, wie jedes andere Fahrzeug. Und jetzt kommt was wirklich sehr Besonderes. Mit der Startnummer 18, ein Polestar 2. Dort sitzt drin der Markus Hartmann, Verkäufer vom Autohaus München. Liebe Damen, liebe Herren, Hand aufs Herz. Wer kann mit dem Namen Polestar etwas anfangen? Ja, das habe ich mir gedacht. In der Regel keiner. Aber erinnert Sie die Optik dieses Fahrzeuges möglicherweise an ein bekanntes Modell? Richtig, es ist in Wirklichkeit ein Ableger der Marke Volvo mit chinesischer Beteiligung der Marke Geely. Die stellen Motorräder und Autos her. Der Vorstand allerdings der Marke
Polestar ist ein deutscher Designer, ein bekannter Name, ein bekannter Herr namens Thomas Ihlenlath, der auch durch die großen deutschen Automobilhersteller durchgegangen ist. Und die Marke Polestar, man glaubt es nicht, gibt es schon seit 2005 und ist eigentlich die Tuning-Marke von Volvo gewesen. Der Vorgänger der Polestar 1 war ein Hybrid, sehr groß, sehr edel, sehr teuer. Der Polestar 2, wie Sie ihn hier sehen, ist ein reines BEV, rein elektrisch, hochelegant, super cleanes Design, innen wie außen, mit einem auf Wunsch veganen Interieur und zum Beispiel rahmenlosen Außenspiegeln. Ganz verrückt, gibt es bei keinem anderen Auto. Die Grundausstattung ist enorm und ist damit ein echter Konkurrent zum Tesla. Seit 2020 für Kunden erreichbar und vielleicht können wir uns gleich noch ein bisschen was anhören, denn hier kommt noch ein Polestar 2 mit der Startnummer 19. Dort sitzt der Thomas Kostelnik drin, auch vom Autohaus München, dort ist er Serviceberater. Und jetzt möchte ich gerne wissen, Herr Kostelnik, was hat denn Sie und die Kollegen aus München bewogen, hier nach Augsburg zu kommen? Schöne Stadt, schönes Wetter, schöne Autos. Und gestern gewonnen 2:0. Ja. Das habt ihr noch vor euch. Das Auto, wenn ich das so sagen darf, steht Ihnen wie angegossen. Das ist halt auch wirklich ein ganz, ganz hübscher. Aber was gefällt Ihnen denn so besonders an dem Polestar 2? Einfach dieses sportliche Design von dem Fahrzeug. Sportliches Design, cleanes Design, hochelegantes Design, das muss man sagen. Wirklich schön, allein die Rückleuchteneinheit ist toll gemacht. Es gibt in mir zwei Motoren vorne und hinten. So mit einer Gesamtleistung von 300 Kilowatt, das bedeutet 400 PS in diesem Auto mit einer sagenhaften Beschleunigung von 4,7 Sekunden von 0 auf 100 mit einem Wahnsinnsdrehmoment von 660 Newtonmeter. Er rennt auf 205, da ist er abgeregelt und der Verbrauch ist mit 20 Kilowattstunden sogar eher niedrig, denn so sind mit dem Auto tatsächlich realistische 450 Kilometer Reichweite drin. Er ist auch eines der wenigen Autos, die mit einer Anhängerkupplung und einer Zugkraft von 1,5 Tonnen zu erhalten sind. Und jetzt mit der Startnummer 20. Die Bombe aller Bomben. Ein Porsche Taycan Turbo S am Steuer der Adrian Kreis, Verkäufer beim Porsche Zentrum Augsburg. Was soll man über den Taycan noch sagen, was nicht schon geschrieben wurde? Er ist vermutlich die Spitze des Elektrofahrzeugbaus und das aus ganz vielen Gründen. Allein der Name Taycan, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, heißt auf Türkisch Seele eines lebhaften Fohlens. Aber viel cooler noch auf Japanisch heißt Taycan körperliches Erlebnis. Und liebe Damen, liebe Herren, seit 30 Jahren bin ich jetzt im Autogeschäft und habe schon so ziemlich alles mal probiert, was vier Räder hat. Aber einen solchen Vortrieb habe ich wirklich noch nie erlebt. Herr Kreis, der im Auto sitzt, hat mich heimlich ein bisschen fahren lassen, damit 560 Kilowatt heißt 760 PS, 2,8 Sekunden von 0 auf 100, 250 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit ist abgeregelt, als einziger ein Zweiganggetriebe und als einziger eine 800 Volt Spannung im Auto, was dem Taycan ermöglicht, mit viel dünneren Kabeln für die Stromversorgung zu arbeiten, was das Gewicht erheblich reduziert und den Sportwagencharakter unterstreicht. 370 Kilometer Reichweite sind nicht unrealistisch, aber auch 2x90 Sekunden reichen mir leider nicht, um alles zu erzählen, was man über den Taycan erzählen könnte. Und deshalb kommt hier mit der Startnummer 21 der Porsche Taycan 4S mit dem Geschäftsführer des Porsche Zentrum Augsburgs, dem Wolfgang Döring. Lieber Herr Döring, wir kennen uns ja nun seit vielen, vielen Jahren, schon weit vor Ihrer Porsche-Zeit. Und ich kann den Taycan nicht in 90 Sekunden, 92 Sekunden beschreiben. Könnten Sie es tun? Lieber Herr Kunstmann, ich glaube, ich schaffe es auch nicht. Ich freue mich erstmal, dass wir uns mal hier wiedersehen. Und es ist so eine schöne lange Zeit gewesen. Und das, was das Auto alles kann, ich glaube, das schafft man nicht in so einem kurzen Moment zu beschreiben. Ja. Es gelingt auch mir nicht, man bräuchte zwei Tage, um sich einzulesen. Aber was ist das Besondere für Sie? Was ist für Sie das Faszinierendste am Porsche Taycan? Das Auto beschreibt unwahrscheinlich pure Emotionen, maximalen Fahrspaß.
Es ist einfach ein ganz individuelles Auto, das unwahrscheinlich viel Spaß bereitet. Man muss es einfach, ich glaube, man muss es einfach mal fahren, um einfach mal dieses Erlebnis kennenzulernen. Das kann ich nur bestätigen. Vielen Dank, lieber Herr Döring. Warum? Weil der Taycan natürlich in der Kritik stand, ob es wirklich ein Sportwagen ist. Fahren Sie ihn und Sie haben keine Fragen mehr. Ich kann, lieber Herr Döring, Ihren Ausführungen kaum haben, was hinzuzufügen, außer bringen Sie mir bitte diesen Edelstromer heil zurück. Und jetzt springen wir nicht ins Gegenteil, ganz im Gegenteil, sondern jetzt springen wir von der Spitze des Elektroautomobilbaus an die Spitze der Zulassungsstatistik. In der Nummer 22 sitzt Herr Lothar Göring, Verkäufer bei der Firma Reichardt mit einem Renault Zoe. Und der Zoe ist seit langer Zeit das meistverkaufteste E-Fahrzeug in Deutschland und Europa. Er ist auch Vorreiter, den gibt es seit 2013. Und ist, wenn man so mag, der bezahlbare Tesla, weil er in Sachen Batterieelektronik und Battery Management System mit das Beste liefert, was man derzeit kaufen kann. Es gibt ihn seit einem Jahr ungefähr in der zweiten Generation, da wurde vieles überarbeitet und ist in der Summe einfach ein sehr konsequentes, sehr gutes Elektrofahrzeug mit einer Top-Reichweite mit deutlich über 300 Kilometern, was dieses Auto in seiner Klasse außerordentlich besonders macht. Besonders auch ist, dass er eine Chamäleon-Ladetechnik drin hat, wenn man so mag. Das heißt, der Renault Zoe kann jede Ladesäule, jede Ladestation verarbeiten und dort geladen werden. Das bringen die meisten anderen Wettbewerber so nicht hin. Es gibt zwei Motorvarianten mit 40 und 50 Kilowattstunden Batteriekapazität. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt etwa 140 Stundenkilometer, aber das Besondere am Zoe ist nicht nur die tolle Batterietechnik, sondern ausgesprochen günstige Einstiegspreise. Und wir bleiben bei diesem Thema, denn mit der Nummer 23 kommt ein Smart Eco 4-2 Cabriolet. Und in diesem Auto sitzen Matthias Kratzmeier und Tobias Keller. Die beiden sind Geschäftsführer einer Energiefirma und sozusagen Energiediplom-Ingenieure am Steuer. Na Herrschaften, Sie müssen es doch eigentlich wissen, was man fährt, oder? Wenn man so mag. Vielleicht ist der Smart EQ die konsequenteste Idee, ökologisch Auto zu fahren. Und so vermutlich ist es auch der Grund für Sie, mit dem schönen Smart Cabriolet hier zu erscheinen. Übrigens, was kaum einer weiß, der Smart war ursprünglich von vornherein als Elektromobil konstruiert. Dass er anfänglich nur mit Benzinmotoren oder Dieseln kam, lag daran, dass die Lithium-Ionen-Batterien noch nicht so weit waren, als dass sie unter das Auto gepasst hätten. Jetzt klappt das. Die Grundidee des Smart war immer, als vollelektrisches Fahrzeug produziert zu werden. Nicolas Hayek, ich glaube, der ist viel im Begriff, das ist der Vorstand der Marke Smart, der damals mit Mercedes eine Kooperation einging und damals klar gesagt hat, wenn ich ein Auto baue, muss es elektrisch sein. Das war nur damals leider so nicht möglich aufgrund der Bauarten der Batterie. Er ist tatsächlich eines von zwei mir bekannten Cabriolets als E-Fahrzeuge, nämlich der Fiat 500 und der Smart. Reichweite mit 17 Kilowattstunden Batterie etwa 150 Kilometer. Der Verbrauch ist extrem niedrig mit nur 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Leistung ist aber knackig mit 81 PS und der rennt tatsächlich 130 Stundenkilometer. Also es gibt ein paar Sonderprüfungen, die Sie nicht verlieren dürfen, das sage ich Ihnen. Viel Spaß und Freude auf den nächsten Wertungsprüfungen. Mit der Nummer 24 kommt die SWA nochmal mit einem Carsharing-Fahrzeug, einem E-Golf. Und hier möchte ich gerne wissen vom Fahrer, wer sind Sie? Servus, ich bin der Nico. Sie sind der Nico? Genau. Was machen Sie bei der SWA? Können Sie uns kurz aufklären? Die Stadtwerke haben uns rekrutiert als Rallye-Fahrer. Da haben wir ein richtig krasses Auswahlverfahren verlaufen und bin jetzt hier in der Stadtwerke an den Start. Aber sehr interessant. Wie sehen Sie denn, ich meine, das ist ein Auto zum Thema Carsharing. Ja, genau. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Thema Carsharings hier in Augsburg? Super, also die Stadtwerke macht ja echt einen klasse Job. Wir sind seit, ich glaube, seit 7 Jahren bin ich mit dabei als Kunde, als Nutzer. Und ja, von, ich glaube, Anfang 7 Stationen auf jetzt 50 oder so. Das ist beeindruckend und ich nutze es wirklich auch als Studierender super gern, super flexibel.
Ich glaube, das kann man klar sagen. Gerade für jüngere Leute ist das Thema Carsharing Thema Nummer eins. Warum sich noch ein Auto anschaffen, noch warum in die Garage stellen, warum permanent im Verkehr und sonst wo stecken, warum immer am Parkplatz suchen müssen, etc., etc., wenn es mit Carsharing vielleicht so viel einfacher ginge. Sie sind mit einem E-Golf da. Wie viele E-Golfs unterhält denn die SWA fürs Carsharing? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber ich denke, also es gibt sowohl den E-Golf als auch den E3, ich glaube so jeweils 4 oder 5. Jeweils 4 oder 5? Bin mir nicht sicher. Ja. Und wo finde ich die Autos, wenn ich sie suche und eins haben will? Bei den E-Golfs ist den Elektroautos ist ein bisschen anders. Also die haben keine festen Stationen, man kann die praktisch über die App spontan buchen und schauen, ob ein Fahrzeug in der Umgebung ist und dann reservieren, einsteigen, losfahren, also super entspannt. Vielleicht sollte man das einfach mal probieren. Danke Ihnen fürs Mitmachen, danke Ihnen fürs Kommen und viel Spaß auf der Route. Wir neigen uns dem Ende. Und jetzt, Achtung, Trommelwirbel. Nun kommen sie gleich 4 Stück hintereinander. Die Platzhirschen, die Dear One, wenn man so sagen will. Wenn man die Marke Tesla beschreiben will, dann mit am Anfang war das Feuer. Die unbestrittenen Sterne am BEV-Himmel, anders kann man die Marke Tesla nicht beschreiben. Ich gehe sogar so weit zu fragen, wären wir mit dieser Veranstaltung ohne die Marke Tesla überhaupt hier? Wenn man sich vorstellt, was Elon Musk mit Tesla vor rund 11 Jahren losgetreten hat, ist das kaum vorstellbar. Hier sehen Sie ein Tesla Model X am Steuer sitzt Markus Roth und seine Frau, sind aus privaten Gründen hier. Schön, dass Sie mit waren und teilnehmen. Und das Model X ist, wenn Sie so mögen, das Tesla-Schlachtschiff. Ein SUV mit außergewöhnlichen Lösungen, die uns der Herr Roth freundlicherweise gezeigt hat, mit den sogenannten Falcon Wings, also Flügeltüren für die hinteren Sitzreihe, mit schwebend montierten Vordersitz und Hintersitzen. Und der Tesla wird in Sachen autonomes Fahren das Maß der Dinge sein und bleiben. Eine gewaltige Performance in diesem Auto mit 611 PS, 260 Stundenkilometer Reichweite, 260 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit und die reichen beim Tesla tatsächlich für gut und gerne 500 Kilometer. Er ist auch das einzige Fahrzeug, das man als Zugfahrzeug wirklich benutzen kann, weil er 2,5 Tonnen ziehen darf. Und hier kommt tatsächlich der nächste Tesla mit der Startnummer 26, ein Model 3 Long Range mit dem Jochen Heinold am Steuer. Aktuell gibt es von Tesla 4 Modelle, das Model X, das Model S, das Model 3 und das Model Y, der aber erst nächstes Jahr nach Deutschland kauft. Dieses Model S, wie Sie es hier sehen, ist das meistverkaufteste batteriebetriebene Fahrzeug der Welt. Von 2015 bis 2017 jeden Rekord geschlagen. Und Sie erkennen die Topmodelle bei Tesla immer daran, dass die vorne und hinten einen Elektromotor haben mit unvorstellbarer Leistung und einem Wahnsinnsantritt. Die Performance-Modelle mit großer Batterie, hier allerdings eine Long Range, der auf Effizienz und lange Reichweite ausgelegt ist. Der Tesla verfügt vermutlich über das beste Battery Management und Energieeffizienzsystem, das in der Zeit verfügbar ist. Eine gewaltige 100 Kilowattstunden Batterie mit einer Reichweite von locker über 500 Kilometer. Und das trotz 562 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 250 und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 3,8 Sekunden. Das Modell des Performance schafft das sogar in 2,5 und auch hier würden mehrere Tesla-Modelle nicht reichen, um alles über die Marke Tesla erzählen zu können. Hier kommt mit der Startnummer 27 ein Tesla Model S 75, an dessen Steuer Roland Weibotner sitzt, der auch Taxifahrer, aber hier aus privaten Gründen ist, was uns sehr freut. Und was ich vorhin schon angesprochen habe, hier sehen Sie eine Bezeichnung 75D und das ist nicht der Hinweis auf die Leistung, sondern auf die Kapazität. Vom Model S soll ein Plate, so heißt er, in den Startlöchern stehen, der über 320 Stundenkilometer rennt und 800 Kilometer Reichweite haben soll. Lieber Herr Weibotner, was macht für Sie, ich sehe, Sie sind im Taxi hier, was macht für Sie Tesla-Fahren aus? Also es ist erstens mal diese extreme Ruhe beim Fahren, das ist auch bei allen Elektrofahrzeugen typisch. Tesla war für uns eigentlich nur
der Punkt, dass wir ein Fahrzeug gesucht haben für ein Taxi, das für die Fahrgäste auch sehr bequem ist. Und leider gab es zu der Zeit gar nichts anderes, was Taxi geeignet war. Und so sind wir dann bei Tesla gelandet. Und ich bin auch sehr zufrieden damit. Das glaube ich Ihnen sehr gern. Und Hand aufs Herz, wären Sie für andere Marken offen oder sind Sie ein echter Tesla-Verfechter? Also ich bin schon ein Tesla-Verfechter, aber aufgrund der beruflichen Situation bin ich da für andere Marken absolut offen. Das muss halt dann immer für das Taxi auch passend sein. Ein Taxifahrer sollte sich nicht verfahren. Danke Ihnen fürs Kommen, viel Spaß auf der Tour. Und jetzt, liebe Damen, liebe Herren, ich glaube, auf das nächste kommende Auto haben viele gewartet. Er rennt durch die Fachpresse wie die oft geschundene Sau, die ums Dorf getrieben wird. Der neue Volkswagen ID.3. Am Steuer Tobias Heinrich, der verantwortlich ist für den Großkundenverkauf bei der Schwaber. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Kein Auto wie der ID.3 steht so sehr für den Wandel am deutschen Automobilmarkt. Ich habe das ja vorhin schon angesprochen, die Zahl 3 läutet das dritte große Kapitel bei VW ein nach dem Käfer und dem Golf. Vielleicht ist der ID.3 sogar eine Art Sinnbild für die Transformation bei VW weg vom Diesel hin zum BEV, wie er abgekürzt wird, das Battery Electronic Vehicle. Das Auto hat ein wahnsinnig gutes Konzept mit eigenständiger Plattform in verschiedensten Varianten, kann für alle Konzernschwestern angeboten werden und wird damit eine sehr, sehr kostengünstige Lösung für die Zukunft sein. Der ID.3 wird in drei Ausstattungen erhältlich sein, als Pure, Pro und Pro S. Und die haben auch drei unterschiedliche Kapazitäten. Einmal 48, einmal 62 und einmal 82 Kilowattstunden. Einfacher ist es zu merken beim ID.3 in den Klassen 300 Kilometer, 400 Kilometer und über 500 Kilometer Reichweite. Die CCS-Ladeleistung beträgt bei ihm wahlweise 50 oder 100 Kilowatt und die Leistung mit 150 kW, sprich 204 PS, mit Heckantrieb ist in einem VW etwas völlig Neues. Das Auto ist super agil, extrem leise, beschleunigt in 8 Sekunden von 0 auf 100 und das Außengeräusch ist so besonders, dass er von Leslie Mandoki entwickelt wurde, um sich von anderen Herstellern abzuheben. Und das letzte Auto, last but not least, haben wir einen Model 3 Tesla, den hatten wir nämlich noch nicht da, von dem Herrn Schürer. Da brauche ich bitte noch ein kurzes Interview. Lieber Herr Schürer, Sie sind Nachzügler, wie ich gehört habe. Was hat Sie denn motiviert, hier bei der Fuggerstadt Volt teilzunehmen? Immer mal an einer Rallye teilnehmen. Jetzt hat sich natürlich durch das schöne Wetter ergeben und die Möglichkeit, einen Tesla zu fahren, dass wir genau heute hier an der Rallye teilnehmen und quasi unseren Wunsch umsetzen können. Wunderbar, das freut mich tatsächlich sehr, weil wir mit Ihrer nachgezogenen Teilnahme das vollständige Modellprogramm der Marke Tesla jetzt auch zeigen können. Zuerst mit dem Tesla X, dann mit dem Tesla S und jetzt mit dem Tesla Model 3. Wie fährt er sich? Hervorragend. Also die Beschleunigung ist atemberaubend. Ich habe eine lange Reichweite und ansonsten hat er eine richtig geile Performance. Wie viel Leistung hat Ihr Tesla Model 3? Der hat 358 kW, also 483 PS. 480 PS, ein Wahnsinn, das heißt Beschleunigung von unter 5 Sekunden von 0 auf 100. Die werden Sie jetzt, Herr Schürer, nicht brauchen für diese Rallye. Hier kommt es auf Genauigkeit an. Toi, toi, toi. Vielen Dank. Danke Ihnen fürs Kommen. Und damit, liebe Damen und Herren, sind wir durch mit dem Starterfeld der E-Fahrzeuge. Jetzt ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich bei keinem einzigen Modell den Preis genannt habe. Hat einen Grund. Ja, die Grundpreise für Elektrofahrzeuge sind hoch. Natürlich. Wenn ich etwas 100.000 Mal produziere, kostet das sehr viel mehr Geld, als wenn ich was 1 Million Mal produziere. Es ist eine Frage der Zeit, bis die Preise auch für E-Fahrzeuge günstiger werden. Aber fast alles, was in Augsburg Autohändler ist und Rang und Namen hat, ist heute hier vertreten und hat Ihnen die Fahrzeuge gezeigt. Und was ich Ihnen sagen will, ist, nutzen Sie die Gelegenheit, gehen Sie dorthin und gucken Sie sich die E-Fahrzeuge an. Denn
wenn Sie es noch nicht wussten, Sie kriegen rund 9.500 Euro Unterstützung für jedes Elektrofahrzeug, dessen Listenpreis unter 40.000 Euro netto liegt, was übrigens bei den meisten der Fall ist. Aber selbst bei den teureren, wie beim Tesla, beim Polestar oder auch beim Porsche, gibt es immer noch eine erhebliche Unterstützung. Aber für Volumenmodelle, wie sie wohl für die meisten unter uns in Frage kämen, kriegen sie tatsächlich 9.500 Euro aktuell Unterstützung. Setzt sich zusammen so, dass sie vom Staat bei der BAFA eine Förderung von 6.000 Euro beantragen können, die sie direkt aufs Konto überwiesen bekommen, und der Hersteller muss einen Nachlass von 3.000 Euro netto plus Mehrwertsteuer auf das Fahrzeug geben, und so kommt man auf 9.480 Euro. Mit der Folge, wenn Sie sich wie beispielsweise vorhin einen Peugeot E208, der deutlich teurer ist als der Peugeot 208 mit Benzinmotor, allein im Leasing rechnen, liegen Sie mit dem E208 schon spürbar unter dem E208 mit normalem Motor. Und das betrifft fast alle Volumenmodelle. Und so hoffe ich, liebe Damen, liebe Herren, ich sehe hier eine volle Maximilianstraße bei diesem schönen Wetter. Das muss man nutzen, gestern wussten wir nicht, wie wir das hier heute machen sollen. Ein Traumwetter, danke an Petrus, danke unserem FCA mit 2:0 gestern gegen Dortmund. Heute eine tolle Veranstaltung hier in der Innenstadt, was kann Schöneres geben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen und hoffe, Sie recht bald wiederzusehen. Unsere Veranstaltung geht dann später im Gaswerk intern weiter. Gehaben Sie sich wohl, et bon voyage.